kann man mal diese Wurzel noch mal in ihrer ganzen Gewaltigkeit zeigen. Shit. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, ne? Hallo, liebe Rasenfreaks. Der Rasenfreak ist wieder da. Ja, mein Lehrgang ist vorbei. Drei Wochen Greenkeeper-Lehrgang an der Deuler in Kempten. Ich werde euch ausführlich erzählen, was ich da gelernt habe. Aber heute werde ich euch das letzte Projekt auf unserem Grundstück zeigen, und zwar der Abschlag. Der Abschlag wird jetzt noch umgebaut. Morgen kommt der Garten- und Landschaftsbauer. Ich ziehe jetzt gerade die ganze Grasnarbe runter. Das seht ihr heute. Und ihr seht, was ich da Spannendes im Boden schon alles so gefunden habe. Viel Spaß damit. Und ja, dann bis gleich. Entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Ja, nähern wir uns mal ganz entspannt und dynamisch dem Abschlag. Schauen wir uns mal den Abschlag an. Lieber Rasenfix, das ist mein Abschlag. Und ich ziehe hier gerade die Grasnarbe runter. Und ich entdecke Dinge, die ich jetzt erst richtig bewerten kann, die echt fatal sind. Einmal hätte ich nie für möglich gehalten, bohrt sich die Wurzel von der Felsenbirne unten durch und hier wieder hoch und hat hier ihre Wurzeln rein getrieben, weil hier das Wasser und die Nährstoffe sind. Das ist unfassbar, eine endlose Wurzel, die jetzt hier von unten rauskommt. Da muss ich jetzt mal reinbuddeln. Und dann hier sich ausgebreitet hat. Da ist noch eine. Ist der helle Wahnsinn. Hier noch eine. Die mitten in meiner Grasnarbe drin. Oh. Unglaublich. Ja, wir buddeln jetzt mal ein bisschen rein hier. Und dann zeige ich euch, was ich für Baufehler gemacht habe. Wahnsinn. Ich lockere also erstmal die Grasnarbe, dann ziehe ich sie mit der Gartenforke hoch, klopfe den Mutterboden ab und schmeiße sie auf den Hänger. Warum mache ich das? Weil ich hier auch das oberirdische Ausläufer bildende Flechtstraußgras im Boden habe und noch die Poanua. Hier sieht man zum Beispiel sehr schön hier oben die aufgebrachte Sandschicht. Sieht man nicht so schön. Und hier sieht man die schönen Gräser. Das ist übrigens die Lolium, nicht die Agrostis. Die Wurzeln sind nicht besonders aktiv. Wenn sie aktiv wären, wären sie sehr viel heller, sehr viel weißlicher. Das sieht nicht gut aus. Hallo Wurm, vom Wurzelwachstum. Also nicht doll, also kein gesundes Wurzelgeflecht. Und was man hier schon überall sieht, sind die weißen Quarzsandschichten, also wirkliche Schichten. Wenn ich das mal hier rausreiße, ich kann die Grasnarbe richtig abziehen, wie so ein Teppich. Und gerade hier, da sieht man grobkörnige Quarzsandschichten und einen fetten Engerling. Ich wollte noch nachgucken. Also übrigens am Hinterteil kann man erkennen, was es ist. Ehrlich, ich sage das noch. Ja, das sind also die fetten. Und hier sieht man den Quarzsand, den ich vor Jahren hier mal eingearbeitet habe, hier in einer Schicht. Das sieht man hier fett ganz schön. Hier sieht man richtig die Schicht. Hier sieht man ganz toll, also wie hier in einer Schicht der Quarzsand drin ist. Und das sollte man unbedingt vermeiden, dass es hier solche unterschiedlich gekörnten
Bodenschichten gibt, also hier so eine Sandschicht, denn damit hat man tatsächlich auf der einen Seite Staunässe, weil das Wasser nicht durchkommt, auf der anderen Seite hat man Trockenheit, weil die Oberfläche zu schnell abtrocknet und die Wurzeln aus den tiefen Schichten sich das Wasser nicht holen können. Habe ich falsch gemacht. Völlig blöd. Jetzt werde ich eben hier die Grasnarbe runterziehen. Dann werde ich diesen Boden hier komplett einmal durchfräsen, um schön diese Quarzsandkörner hier besser im Boden zu verteilen. Und man sieht ja auch, wie trocken das hier unten ist. Es ist total trocken noch hier unten. Wahnsinn. Um damit eine gleichmäßigere Bodenstruktur zu bekommen. Da denkt man, man macht es richtig und es ist total falsch. Total falsch. Keine dicken Sandschichten aufbauen, auf gar keinen Fall. Oft und wenig. Ganz oft und ganz wenig Sand immer wieder draufbringen. Und wenn man eine Rasentragschicht neu aufbaut, dafür sorgen, dass man eine ganz homogene, gut durchmischte Grasnarbe hat. Was auch noch sehr interessant ist, ist der Filz. Ich habe es ja schon mal gesagt, ne? Ich habe hier eine unheimliche Filzschicht drin. Das ist alles eine tote Materie, die hier oben sich abgesetzt hat und die auch wie eine Sperrschicht und wie ein Schwamm funktioniert. Da kommt das Wasser nicht durch, bleibt das Wasser oben hängen. Wie ein Schwamm, das Wasser wird hier aufgesogen und gehalten. Und was hat man hier? Sieht man hier alles tot, das Gras, Pilzinfektion. Das lieben die Pilze, diese Schichten. Da sind sie drin, da ist dann der Schneeschimmel drin. Und wenn es dann die richtigen Temperaturen gibt und die richtige Feuchtigkeit im Boden, und dann explodiert der Pilz. Und alles hier tot, alles hier braun. Alles Pilzinfektionen und natürlich unser ganz besonderer Freund oder Freundin, die Poa-Hanua. Na, ist sie schon wieder. Die fühlt sich natürlich überall wohl. Auch interessant hier. Auch, oh Mann, es ist ja, das ist ja wie, nein. Dann haben wir erstmal Steinchen, ist nicht so gut, aber ich hoffe, ihr habt es gesehen da hinten. Ich bin wieder vorne. Das finde ich hier sowas hier. Ja, was ist das? Lehm. Ein ganz lehmiger, ja, Bodenkrümel, großer Bodenkrümel, der sich da einfach in meinen Boden eingeschlichen hat. Ja, und das ist eben dieser riesige Unterschied. Ne? Lehm ist formbar und sandiger Boden ist eben nicht formbar. Und das ist eigentlich logisch. Ne? Ein ganz krasser Unterschied zwischen tonhaltigen und sandhaltigen Bodenschichten. Grundsätzlich ist Lehm eine gute Sache. Der speichert viel Wasser, der speichert auch die Nährstoffe, bloß die Pflanze kommt nicht mehr ran, weil die Wurzeln in diesen Lehmschichten nicht reinkommen. Oh, hier ist schon wieder eine Wurzel drin. Nein! Ich muss mal überlegen, wie lange jetzt hier dieser Abschlag schon besteht. Der, also ich denke mal so 12 Jahre ist ja schon alt. Haben ihn damals angelegt. Ich kann auch mal ein paar alte Fotos einblenden, wie wir ihn hier gebaut haben. Da habe ich natürlich noch keine Ahnung, wie man so einen Boden aufbauen sollte für eine schöne Rasenfläche. So Freaks, jetzt habe ich hier noch mal wunderschön eine Stolone, traumhaft. Und jetzt versuchen wir mal das Gras zu bestimmen. Also was man immer erstmal guckt ist, wie ist das jüngste Blatt? Und das jüngste Blatt ist gerollt. Also so, ne, so eingerollt. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann ist es, wie ist die Blattspreite? Also wie sieht das Blatt selber oben auf? Das hat ganz viele Riefen, hat keine Skispur, also ist es keine Poa. Also gerolltes Blatt, Stolonen, das heißt
ausläuferbildendes Gras. Wie sieht das Blatthäutchen aus? Gucken wir mal das Blatthäutchen an. Ja, weißliches Blatthäutchen. So, wenn das alles jetzt zusammenpasst mit der Grosse Stolonifera, ja, dann sind das alles klar. Die Stolonen ist die Grosse Stolonifera und die Rhizome, also unterirdisch ausläuferbildende, was sind das? Sprosstriebe, die wäre dann die Agrostis capillaris. Und das ist ein bisschen wahrscheinlicher. Das Blatthäutchen bei der Stolonifera ist so hinten spitz zulaufend, ein bisschen länger, ein bisschen weißer. Das hat jetzt tatsächlich das Gras nicht gehabt. Ist eher so ein gleichmäßig, so ein bisschen rundliches Blatthäutchen, ein bisschen kürzer. Könnte auch eher so ein bisschen transparenter sein. Ist aber schwer zu unterscheiden. Dann wäre es tatsächlich die Agrostis capillaris. Und die hieß früher Agrostis tenuis. Und ich habe die Agrostis tenuis tatsächlich damals gekauft und hier ein bisschen verstreut. Also es könnte auch das Gras sein. Auf jeden Fall beide bilden Ausläufer, beide erzeugen eine filzige Rasentragschicht. Und das haben wir hier deutlich gesehen. Und deswegen muss die Grasnarbe hier weg. Totspritzen ist ja nicht mehr, will ich auch nicht mehr. Also müssen wir sie abtragen. Und was mache ich jetzt? Ja, ich werde tatsächlich eine ganz klassische Abschlagsmischung, eine dunkelgrüne Abschlagsmischung hier aussehen aus Poa pratendis, Festuca und Dilolium. Die muss immer mit dabei sein, damit hier auch die Grasnarbe schnell dicht ist. Aber dann soll sich die Poa pratensis, man muss immer Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra. Und dann gibt es unterschiedliche Unterarten, da muss man immer den kompletten Namen nennen, sonst weiß man nicht, wovon man spricht. Habe ich auch gelernt. Oh, bloß nicht nur nicht Poa sagen oder Pratensis sagen oder Stolonifera sagen. Es könnte ja auch eine andere Gattung sein. Und da muss man sich sehr korrekt ausdrücken, wenn man jetzt hier ein richtiger Greenkeeper sein will. Ja, also hier kommt jetzt eine Abschlagmischung drauf. Wir fräsen nochmal alles durch. Wenn die Grasnarbe weg ist, dann kommt eine frische Schicht Mutterboden drauf, sandigen Mutterboden. Der wird auch noch mal ein bisschen verbunden mit dem hier bestehenden Mutterboden. Dann wird das alles schön wieder glatt gemacht und dann wird im Frühjahr hier hoffentlich eine schicke neue Rasenfläche wachsen, die dann auch schön abgeschlossen ist, sodass sich nicht irgendwelche Fremdgräser hier wieder einnisten können. Und dann bin ich mal gespannt, wie das hier aussieht. Genau, so ja, das glaube ich war es jetzt für heute. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt hier gerne noch weitere Videos von mir gucken. Hier das neueste Video oder das Video ist für euch ausgewählt. Und ein Abo ist super. Und dann bleibt ihr dran und erfahrt immer gleich, wenn ihr die Glocke anmacht, wenn ich ein neues Video rausbringe. Kommt nicht mehr so oft vor jetzt im Winter, aber die große Reihe, ein Rasenfreak will's wissen, die kommt bestimmt. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.